Ja, für Sebastian Kurz hat sich vorderhand einmal nicht viel verändert, zumindest nicht in den Daten. Man wird sehen, ob im Februar, März man Auswirkungen in den Daten aufgrund seines Wien- und Mindestsicherungssagers hat oder auch aufgrund der Debatte mit der Caritas, wo ja auch die ÖVP an sich nicht so gut ausgestiegen ist. Aber derzeit ist die Lage für ihn noch immer sehr, sehr stabil, zumindest was die Daten hergeben. Das ist absolut verständlich. Arendi Wagner ist schlicht und ergreifend nicht vorhanden. Die Sozialdemokratie hat es nicht einmal geschafft, 130 Jahre Sozialdemokratie standesgemäß zu feiern und auch in die Medien zu bringen. Und um nichts anderes geht es da. Also ich glaube, sogar Rapid hat mit 120 Jahren SK Rapid mehr Breitenwirkung gehabt als die Sozialdemokratie. Und das sollte sowohl die Bundesvorsitzende als auch die Partei an sich nachdenklich machen. Also grundsätzlich ist einmal zu sagen, dass es nicht so ist, dass die Freiheitliche Partei in einem freien Fall ist, wie ich es auch in sozialen Medien vernommen habe. Wir haben gemerkt, dass im November hat es einen Bruch gegeben. Bis in den Oktober hinein war die Freiheitliche Partei sehr hoch eigentlich, 25-26%. Im November waren sie dann nur noch bei 23-24% und ab dem Dezember waren sie bei uns nur noch bei 21-22%. Ich würde das vorderhand einmal nicht überbewerten. Wir können auch sehr schwer sagen, warum es denn jetzt zu dieser Abnahme gekommen ist. Das könnten Spätauswirkungen vom maximalen 12-Stunden-Arbeitstag sein. Da könnte auch ein bisschen die Diskussion mit der Caritas möglicherweise mitspielen, dass sie hier Wähler verloren haben, die hier einen nicht so harten Stil pflegen. Aber im Grunde genommen werden wir erst in den nächsten Monaten wissen, ob das nachhaltig ist oder einfach nur ein Zwischenhänger. Also derzeit hat es den Anschein, dass die paar Prozentpunkte, das sind ja wie gesagt nicht viele und Sie wissen, wir haben auch die Schwankungsbreiten, aber dass diese paar Prozentpunkte zur ÖVP gegangen sind. Die ÖVP hält stabil bei hohen 34-35%. Also da dürfte es diese Wählerwanderung gegeben haben. Wie gesagt, ob die nachhaltig ist, wissen wir nicht. Natürlich könnte es sein, dass wenn die Freiheitliche Partei sich längere Zeit bei knapp über 20% hält, dass es hier möglicherweise Nervosität geben könnte. Ein ungebetener Rat des Beraters, man sollte hier nicht die Nerven wegwerfen, nur weil man vielleicht einmal zwischenzeitlich etwas schwächer dasteht. Da braucht man auch nur zurückschauen in das Jahr 2002. Zu dieser Zeit hat die Freiheitliche Partei auch knapp bei 20% gehalten und dann ist der Herr Landeshauptmann in Kärnten, der Jörg Haider, nervös geworden und hat dann dementsprechende Unmutswellen nach Wien geschickt. Also keep cool und man wird sehen, was sich in den nächsten Monaten tut. Also erstens ist es so, dass die ÖVP ja bei der letzten Wahl auch Wähler hinzugewonnen hat, die nicht aus dem klassisch-christlichen sozialen Milieu kommen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass auch die Caritas, auch wenn eine relative Mehrheit der Position der Caritas zustimmt, es trotzdem nur eine relative Mehrheit ist. Also so einwandfrei ist der Blick der österreichischen Gesamtbevölkerung auf die derzeitige Diskussion nicht. Dass die freiheitlichen Wähler hinter der Freiheitlichen Partei sind, war zu erwarten, denn auch dieses Thema betreibt die Freiheitliche Partei nicht erst seit gestern, sondern schon sehr, sehr lange Zeit. Und die Caritas gilt mittlerweile eher als linksorientierte Gruppierung als rechts, also was in dem Fall konservativ ist, und wenn man jetzt sagt, man kommt aus der katholischen Kirche, naja, dann ist sie dann eher Mitte rechts positioniert. Also da gibt es eine Gemengelage, die sich über die Jahre auch durchwegs verändert hat. Insofern ist es klar, und jetzt komme ich nochmal zurück zur ÖVP, dass es aufgrund der Zugewinne bei der letzten Wahl durchaus kritische Gruppen gibt. Jetzt haben wir gemerkt, dass Altpolitiker von der ÖVP, also wie Erwin Bröll, Josef Büringer, auch Christian Konrad, wenn wir ihn zur ÖVP hinzurechnen wollen, auch wenn er kein Politiker war, hier eine andere Position beziehen. Und das wird eben sehr, sehr spannend, nämlich zuerst innerparteilich, was tut sich hier? Und dann natürlich, was die Wählerschaften betrifft, wie werden sich die Wähler und Wählerinnen, was diese Thematik betrifft, bei der ÖVP orientieren? Man hat aber eins schon gesehen, die ÖVP war erpicht darauf, dass dieses Thema so schnell wie möglich weg ist.
Nein, also es hat eigentlich niemand davon profitiert, also weder die Oppositionsparteien noch die Regierungsparteien. Es hat sich im Grunde genommen auch relativ wenig bewegt, denn für die Menschen sind die Themen wie die Steuerentlastung, wie die Mindestsicherung, wie das kommende Thema Pflege viel, viel wichtiger als einer aus ihrer Sicht eine Diskussion, die zwar auf offener Bühne stattfindet, aber für die meisten eher den Eindruck erweckt, dass es eben Theaterdonner ist. Denn der Caritas wird aller Voraussicht nach kein Geld weggenommen werden. Die Menschen subsumieren das und das ist das übliche politische Geplänkel, das kennen wir schon und dementsprechend lässt man es stehen. Wie gesagt, für die ÖVP kann es nur dann gefährlich werden, wenn diese Debatte deutlich länger andauert.